Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Mindset and More. Mein Name ist Claudia, ich bin die Mitgründerin von Brunner Vibes und in diesem Podcast teile ich mit dir unsere Passion für Mindset-Themen, Inspirationen für ein erfülltes, freies und natürlich gesundes Leben, sowie erzähle ich dir auch immer mal wieder Insights aus unserem Alltag als digitale Nomaden und natürlich auch aus unserem doTERRA-Business-Alltag. Next Stop Bali. In der heutigen Podcast-Folge erzähle ich dir über unsere Reise nach Bali, die wir ja in knapp 2,5 Wochen antreten werden. Und ja, ich gebe dir damit einen kleinen Einblick, was so hinter den Kulissen läuft und was wir da alles machen für die Vorbereitung. Kleiner Hinweis, wenn dir dieses Podcast gefällt, dann abonniere sehr gerne kostenfrei unser Podcast oder hinterlass uns gerne 5 Sterne. Damit unterstützt du uns und wir wissen, dass du da bist und das freut uns ganz, ganz fest. Ja, Bali. Viele haben uns auf Instagram gefragt, warum, dass wir nach Bali fliegen und wohin wir fliegen und wie und was und wo. Und darum dachte ich, dass ich in dieser Podcast-Folge mal ein bisschen Insights gebe über unsere Reise. Und zwar, wir haben Bali gewählt, weil ich war schon ganz, ganz, ganz oft auf Bali. Das ist daraus entstanden, aus meiner Leidenschaft zum Surfen. Ich bin leidenschaftliche Wellenreiterin und Ruhr, die surft auch leidenschaftlich, aber er ist der Windsurfer unter uns. Und ja, ich habe 2008, habe ich 1,5 Jahre, eigentlich waren es fast 2 Jahre, eine Weltreise gemacht. Und ich bin dann ein bisschen auf Bali hängen geblieben. Ich habe damals als Surflehrerin in einem Surfcamp gearbeitet, hatte dann Kost und Logis und ein gratis Visum und bin dann insgesamt fast 9 Monate war ich auf Bali, habe da ganz wertvolle Freundschaften geknüpft, die bis heute bestehen und ich habe die Insel lieben kennengelernt. Und ich habe mich ja tief verbunden mit Bali und ich bin anschließend nach 2008 bin ich sehr, sehr viele Male wieder nach Bali zurückgekehrt. Für die von euch, die mir schon länger folgen, wissen, dass es mir nicht immer so gut ging, wie es mir heute geht. Und zwar hatte ich damals eine schwere Depression über eine ja, lange Zeit, also über mehrere Jahre hinweg, war ich in einem mentalen Down, kann man so sagen. Und Bali war ein Teil meiner Therapie, die ich mir so selber auferlegt habe. Viele von euch, die mir länger folgen, wissen, dass ich alles, was die Schulmedizin hergegeben hat, ausprobiert habe und gemacht habe, damit es mir psychisch besser ging. Das hat leider damals nicht wirklich zum Erfolg geführt. Und ja, darum ging ich sehr oft nach Bali, weil Bali war für mich wirklich ein Ort, an dem es mir gut ging, an dem ich wieder auftanken konnte. Und ja, das war wirklich ein Teil von meiner Therapie, die ich für mich selber erarbeitet habe. Dazu kamen dann später auch die doTERRA-Öle und Supplements und ganz viele Änderungen in meinem Lifestyle. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also ich bin tief verbunden mit Bali und ich kenne Bali auch sehr gut. Und ja, jetzt in den letzten 2 Jahren konnte man ja nicht so gut in diese Länder reisen. Und jetzt kann man es wieder. Und ich habe natürlich zu Rudi gesagt, komm, lass uns nach Bali gehen. Erstens, dass ich Rudi die Insel zeigen kann und natürlich auch Ben. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir jetzt als Familie auch diese Energie von Bali spüren dürfen und da auch auftanken können und einfach einige Wochen in diesem Paradies, in diesem tropischen Paradies Zeit verbringen können. Wir gehen nach Bali 4 Wochen und es sind keine Ferien, sondern es ist eigentlich, wir leben unseren Alltag dort genau gleich weiter, wie wir ihn hier auch leben. Wir arbeiten ja ortsunabhängig, das heißt, wir haben mit unserem Business, mit unserem doTERRA-Business und Brunner Vibes-Business
haben wir das so aufgebaut, dass wir von überall auf der Welt arbeiten können, sofern es Internet hat. Und genau, also es sind keine Ferien, sondern wir werden in Bali leben und arbeiten. Und in der Vorbereitung haben wir darauf geachtet, dass wir eine Villa mieten, ein Haus mieten, wo wir uns wirklich sehr wohlfühlen, wo wir auch den Platz und den Raum haben werden, damit wir Content produzieren können, damit wir auch ganz viel filmen können. Wir haben einige Projekte geplant fürs Jahr 2023, die im Zusammenhang mit Filmen, also ja, wo wir Film-Content brauchen. Ich verrate jetzt noch nicht zu viel, aber wir werden es dann sicher im Februar releasen, was das erste Projekt ist, dass wir schon lange darauf hinarbeiten. Aber es war uns wichtig, dass wir da wirklich ein Haus haben, wo wir genügend Raum haben. Und wir haben jetzt ein wunderschönes Haus gefunden, und zwar in dem Strandabschnitt Prerenan. Das ist ein Strandabschnitt von Canggu. Canggu ist so, dass das kennen sehr viele, das ist sehr ein hippes, ja, ein total angesagtes Quartier, Strandabschnitt in Bali. In Canggu kannst du wirklich, ja, du kannst in jedem Restaurant kannst du vegan essen. Es gibt sehr viele Lifestyle-Angebote für Yoga, für Massage, Breathwork-Angebote, Meditation. Du findest aber auch diverse, ja, Surf-Angebote. Und da war ich jedes Mal, wenn ich auf Bali bin, habe ich in Canggu gewohnt. Und darum freut es mich jetzt sehr, dass wir da ein Haus gefunden haben, das sehr ruhig liegt, mitten in den Reisfeldern, zum Strand, nicht allzu weit ist und umgeben ist von ganz tollen Cafés. Ich habe nämlich eine riesengroße Leidenschaft, und zwar sind so ganz einmalige Cafés und Restaurants, die so in einem total schönen Stil gemacht sind und wo man ja einfach als Erlebnis hingehen kann und essen kann mit einem total inspirierenden Erlebnis. Das ist für mich so eine riesengroße Leidenschaft. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Rudi weiß das, kennt das natürlich. Wenn wir irgendwo sind, dann suche ich mir immer solche Cafés heraus. Für mich ist das so eine Quelle von Inspiration. Also wenn ich da dann in so einem Café sitze und ich bin auch gerne sehr lange in diesen Cafés und trinke dann mehrere Cafés. Natürlich jetzt, wo ich stille, ohne Koffein, sonst wird das nicht gut kommen für Ben. Aber ja, ich esse da gerne dann auch einiges von der Karte und lasse einfach so die Umgebung dieses Cafés oder Restaurants auf mich wirken. Und da kommen mir immer die großartigsten Ideen. Und ja, ich bezeichne das nicht wirklich nur als Ideen, sondern für mich sind das immer so Downloads from heaven. ja, ich glaube ganz fest, dass das Universum mit einem spricht und die Intuition, dass man die dafür nutzen kann, dass diese großartigen Ideen zu einem kommen. Das Podcast zum Beispiel ist so entstanden, und ja, ich liebe das einfach, in diesen Cafés Zeit zu verbringen, und darum freue ich mich riesig, dass wir in Canggu unser Haus haben und dann auch in Gehdistanz zu diesen Cafés gehen können. Wir haben auch einen Surfguide gebucht, und zwar ist das der Mann einer lieben Freundin von mir. Ich werde das dann auch auf Instagram verlinken. Er hat ein ganz, ganz cooles Surf-Business, wo er 1:1 Guiding macht. Und da werden wir 2 Wochen lang immer morgens um 5 werden wir losfahren und die besten, einsamsten und schönsten Wellen von Bali mit ihm suchen und dann ja, 2, 3 Stunden am Morgen surfen. Und das ist für mich so die Quelle von, ja, das ist eigentlich die größte Kraftquelle überhaupt, wenn ich da einmal oder auch mehrmals im Jahr in Bali surfen kann. Und vor allem auch mit ihm ist das so einmalig, weil wir wirklich in Lineups reinpaddeln, wo dann nicht so viele Leute sind. Und Rudi und ich haben uns das jetzt schon so organisiert, dass wir uns abwechseln werden mit Ben, dass immer jemand mit Ben am Strand bleibt. Und ich glaube, das ist auch für Ben unglaublich einmalig, wenn er dieses Erlebnis Bali jetzt mit uns erleben kann. Ich finde auch gerade so, wenn er mitkommt auf die Surftrips, am morgens um 5 am Strand, da hat so viele einmalige Geräusche. Man hört das Meer, man hört
die Vögel, man hört das Rauschen der Palmen und Bali erwacht dann so langsam. Es riecht auch immer so einmalig in Bali. Die Balinesen, die sind ja ganz gläubig, die haben ihren eigenen hinduistischen Glauben und die machen mehrmals am Tag Opfergaben mit so kleinen Räucherstäbchen und bedanken sich für alles, was sie bekommen an diesem Tag und beschützen ihre Hauseingänge immer mit diesen Opfergaben. Und diesen Geruch von diesen Räucherstäbchen, ich finde ihn einfach einmalig Bali-Vibe. Und ja, darauf freue ich mich, dass auch Ben das erleben kann und natürlich auch seine kleinen Füßchen in den Sand halten kann. Und Ben hat jetzt einen zweiten Namen. Ben heißt Ben Ocean. Und mich haben auch schon viele gefragt, warum habt ihr ihn so getauft? Und das hat den Hintergrund, dass Rudi und ich wirklich tief verbunden sind mit dem Meer. Wir hatten beide ja, schwierige Zeiten in unserem Leben, große Krisen und ja, diese Krisen überwunden haben wir beide mit der Verbindung vom Meer, natürlich nicht nur, aber wie ich am Anfang schon erklärt habe, so die Reisen nach Bali, das war für mich wirklich ein, ja, kann man schon fast sagen, ein Lifesaver. Und auch Rudi hat viele Wochen und Monate von seinem Leben am Meer verbracht, als er Windsurfen gegangen ist. Und das Meer hat für uns einfach ganz eine wichtige Bedeutung. Und wir waren ja in der Schwangerschaft mit Ben ganz viele Wochen, insgesamt 5 Monate in Griechenland. Und ich bin jeden Tag im Meer baden gegangen mit Ben in meinem Bauch. Und als die Schwangerschaft schon ein bisschen vorgeschritten ist, hat er dann auch immer ganz fest getreten und als ich schwimmen gegangen bin. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Einfluss vom Meer und der Sonne ihm in der Schwangerschaft unglaublich viel gegeben hat, viel Kraft und viel positive Energie für sein junges Leben. Und ja, darum ist sein zweiter Name Ocean. Und darum ist es uns natürlich auch wichtig, dass er jetzt das Meer kennenlernt. Und ja, wir freuen uns riesig, ihm diese neue Welt zu zeigen. Wir werden auch in Bali eine Zeremonie machen für Ben auf die balinesische Tradition, wenn er dann 3 Monate alt ist. Und zwar, damit er Schutz bekommt für sein ganzes Leben, dass ja, alles ferngehalten wird von ihm, dass ferngehalten werden darf. Und wir verzichten auf eine traditionelle sogenannte Taufe in der Schweiz, sondern wir werden das im ganz kleinen Rahmen in Bali machen. Und darauf freuen wir uns wirklich riesig. Ich glaube, das wird ganz, ganz einmalig. Und wir sind jetzt wirklich uns am Vorbereiten. Wenn man ins Ausland reist, um zu arbeiten, dann ist es ein bisschen anders, als wenn man einfach hinfährt und Ferien macht. Ich finde, es gehört dazu, dass man sich sehr gut informiert, vor allem über das Internet, was dort so die Möglichkeiten sind. Weil wir haben ja für unser Business auch mehrere Calls und Workshops, die wir online geben. Und da braucht es eine gute und stabile Internetverbindung. Und darauf sind wir uns jetzt am Vorbereiten. Wir sind natürlich auch am Schauen, dass die Reise, dass wir da ja gut vorbereitet sind, auch mit Ben, obwohl ich da überhaupt gar keine Bedenken habe, weil ich persönlich liebe es zu fliegen. Es ist für mich so eine Zeit, wo ich auch ja eine gewisse Maßnahme auch abschalten kann. Und ich liebe mit Emirates zu fliegen. Erinnert mich wirklich so an die ganz vielen Reisen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich liebe die Freundlichkeit von den Emirates-Mitarbeitern. Es ist so ein kleines Detail, aber ich finde einfach gerade auch so Indonesien und all diese Länder, die haben so eine unglaubliche Freundlichkeit. Und ich finde, das zu erleben und das zu spüren, das ist einfach, ja, gibt ein gutes Gefühl und gibt gute Vibes. Und genau darum haben wir da gar keine Bedenken für die Reise. In Bali selber werden wir sicher auch ein bisschen rumreisen, werden wir jetzt nicht, aber wir werden verschiedene Trips auch machen. Wir werden sicher auf die Südhalbinsel, auf die Bukit-Halbinsel fahren. Wir werden dort die Strandabschnitte Uluwatu, Begin, Impossibles, das sind wunderschöne Wellen,
die möchte ich gerne Rudi zeigen. Das ist wirklich, ja, es gibt so einen Satz, places before you die, you have to see, it's impossible. Und es ist so die Ironie, weil dieser Strandabschnitt heißt Impossibles. Und der heißt so, weil die Welle dort so unglaublich schwierig ist zu surfen. Und ja, ein Ort, bevor du von dieser Welt gehst, den du sehen musst, ist impossible. Ist wirklich für mich einer der von der Natur her schönsten Orte der ganzen Welt. Und dort werden wir sicher Tage verbringen. Wir werden sicher auch nach Ubud fahren. Dort leben von mir Freunde. Es wird eh super schön, weil mehrere sehr gute Freunde von mir immer noch auf Bali leben. Und aber auch aktuell sind gerade mehrere Leute, ganz Herzensmenschen sind auf Bali, die werden wir natürlich dann auch besuchen. Und genau, also wir werden jetzt nicht rumreisen, sondern wir werden von unserer Base aus, von unserem Haus aus, das übrigens wunderschön ist. Ich schaue mir fast jeden Tag die Fotos auf Airbnb an. Und genau, wir werden von dort aus so Tagestrips machen, und aber auch wahrscheinlich wird es Tage geben, wo wir einfach ja das Haus genießen werden und die Massagen auf Bali genießen werden. Ich habe, wenn ich in Bali bin, gönne ich mir fast jeden Tag eine Massage. Bali ist bekannt für seine Massagen und es ist einfach unglaublich wohltuend, den Körper so zu verwöhnen. Und genau, also ich merke schon, wenn ich darüber rede, die Vorfreude ist riesig. Und genau, ich hoffe, dass ihr ein paar Insights bekommen habt über unseren Bali-Aufenthalt. Es ist auch so die erste Reise in diesem Jahr. Dieses Jahr ist wirklich geplant, dass wir viel unterwegs sein werden, ganz in unserem Stil. Wir wollen, bis Ben eingeschult wird, und das dauert ja jetzt wirklich noch ein paar Jahre, werden wir viel unterwegs sein. Wir möchten ganz viel von der Welt sehen. Wir sind zwar beide schon viel gereist, aber ja, wenn man reist und arbeitet, dann ist es einfach noch was anderes, weil man sich oft vor Ort ja wie so ein Stück weit auch niederlässt und die Kultur spürt. Und unser Ziel ist es auch, in dieser Zeit, jetzt bis Ben eingeschult wird, wirklich herauszufinden, ja, was es für Lebensformen gibt, die für uns stimmen, auch in der Zukunft. Und dafür lieben wir es, ganz viel Neues kennenzulernen. Und in diesem Jahr werden wir nach Bali, werden wir nochmals nach Griechenland reisen. Dort sind wir eingeladen von doTERRA. Dort geht es dann auf den Bloom Presidential Trip. Dann im Frühling werden wir mit unserem Van wieder losfahren Richtung Portugal. Das ist auch so eine Destination, wo schon lange auf unserer Liste steht. Rudi war schon viele Mal in Portugal und möchte mir gerne Portugal zeigen. Ja, und dann haben wir noch ein paar andere Highlights geplant dieses Jahr, aber das ist noch ein bisschen secret. Das werden wir dann teilen, wenn es soweit ist. Und ja, wir nehmen euch natürlich mit auf Bali. Ihr werdet in unseren Stories ganz viel sehen, in unseren Posts. Rudi hat die ganze Fotoausrüstung dabei. Da werden ganz tolle Aufnahmen entstehen. Und wie gesagt, wir werden im Februar ein neues Projekt von uns launchen, wo es für euch noch mehr Einblicke auch in unseren Lebensstil und so ein bisschen behind the scene geben wir. Darauf freuen wir und arbeiten jetzt schon darauf. Genau, ja, das war's zum Thema Next Stop Bali. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib uns doch gerne 5 Sterne. Das freut uns von Herzen und wir wissen, dass du da bist. Und wir sind bereits schon am Schluss angekommen von dieser Folge. Ich freue mich sehr bei jeder Folge, wo du dabei bist, und freue mich jetzt schon, dich in einer der nächsten Folgen begrüßen zu können. Und am Schluss gebe ich dir gerne noch auf den Weg Create the Life You Deserve. Das heißt, erschaff für dich das Leben, das du auch verdient hast. Ein Leben in völligem Glück und Freiheit und mit ganz viel Gesundheit. Das wünschen wir dir. Ciao, mach's gut, bis zu einer der nächsten Folgen.